Ja, und somit herzlich willkommen zurück bei Beyond Two Souls. Bei der zweiten Folge von den zusätzlichen Inhalten. Und heute gehen wir mal die fortgeschrittenen Experimente an. Mal schauen, was uns hier erwartet. Okay, Holmes, Schluss mit Spielen. Wir machen diese Übung hier, um zu sehen, ob du und Aiden imstande seid, im Einsatz Probleme zu lösen. Dein Ziel ist simpel. Arbeite dich mit Aiden gemeinsam durch den Kurs. Und finde den Weg raus. Du musst clever sein. Und unter Druck gelassen bleiben. Die DPA-Oberbosse haben diese Trainingsanlage speziell für dich und Aiden gebaut. Also enttäusche sie nicht. Ich bin im Kontrollraum und überwache dich dabei. Viel Glück, Recruit Holmes. Zeig's ihm, Jody. Mach dein Ding. Das werden wir sehen, ob wir es schaffen. Okay, 30 Minuten Zeit. Mach schon einen. Wird das jetzt hier so etwas wie bei Portal? Mit verschiedenen Räumen. Scheint wohl fast so. Okay, ich sehe absolut gar nichts. Interessant. Warte. Wir müssen nach dort drüben. Ach so. Okay. Hier lang, quer drüber. Okay, scheiße, Jody, hätten wir geschafft. Sprinkleranlage anwerfen wahrscheinlich. Auch nicht. Okay. Ach so, warte, okay. Wahrscheinlich muss ich die Hand drauflegen. Wir müssen raus. Und das Ding aktivieren. Nächste.
Okay. Hätten wir. Sieht ganz gut aus. Nice. Noch 26 Minuten. Gerade gesehen oder bemerkt. Okay, Raum 5. Wir müssen nach da oben. Dann kann Jojo wahrscheinlich da drauf klettern. Genau, sieht gut aus. Machst du gut. Dann stellen wir uns dort auf die Plattform. Sollten wir nach oben gelangen. Okay. Was bringt uns das? Gar nichts. Die Kugel muss nach dort drüben. Dort drauf. Okay, warte. Also können wir jetzt nichts mehr machen. Vorhin ging das doch gerade noch. Ich check's irgendwie nicht. Ach so, jetzt.
Hä? Boah, ich bin schlecht. Ich glaube, ich hab's jetzt. Hand drauf. Runter mit dem Ding. Dann wieder hoch, dann rüber und dann loslassen. Das ist dann wie eine... wie ein Wrecking Ball funktioniert. Und jetzt bitte, Jody. I'm giving wreck a wrecking ball. Oder so ähnlich. Richtig scheiße Gesangeinlage von mir. Aber who cares? Okay, eine Leiter. Dort ist ein Lift. Was passiert hier? Okay. Ich denke mal, das läuft auf Zeit. Gut, ach du Scheiße. Ist das eine Leiter? Ich klettere einfach mal hier hoch, in der Hoffnung, dass das uns was bringt. Hast du schon mal gut gemacht? Jetzt kommt einer zum Zug. Stell dich drauf. Schau die wieder. Go, go, go. Okay, warte. Ich sehe schon. Ich hoffe, sie kann sich lange dort halten, sonst hätten wir ein Problem. Aber sieht gut aus. Und jetzt einen wieder. Ganz ruhig. Ganz ruhig. Gut gemacht, Jody. Sehr gut. Okay, rüber. Hand drauflegen. Nicht. Okay, jetzt ist da ein Schutzschild deaktiviert. Perfekt. Wow. Ich bin sprachlos, Jody. Ich weiß, was du kannst. Aber das? Du bist da einfach so durchmarschiert. Fürs nächste Mal brauchen wir was, das ein bisschen schwerer ist. Sehr gut, Jody.
Du auch einen. Hast dich selbst übertroffen, Kumpel. Was war's das schon? Wow, okay. Haben wir offensichtlich mit Bravour gemeistert. Nice. Ja, dann haben wir eigentlich alles schon durchgeschaut, was wir hier konnten. Von daher würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Das war jetzt nun endlich die letzte Folge von Beyond Two Souls. Vielen Dank nochmals und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder bei einem neuen Let's Play. Tschüss. I was wrong. The words I spoke, I've been saying many things that are hurtful. Your tear-shed eyes, your fragile mind, 'cause I'll be dancing on my own tonight. I know December's hard to cope with. I know I cost you lots of pain, but I did not mean to let you down this way. But I know deep inside I let your smile fade away. Let your smile fade away. Mm-hmm. I remember when we used to lay on the grass and watch the sun